Hallo miteinander zu einem neuen Fototag. Heute geht es um das Thema Wasser und ich habe den Wassergott bei mir, den Hans-Peter Gass von The Fabulous View. Hallo Hans-Peter. Hallo Oliver, freut mich, dass ich da bin. Du bist nicht allein da, du bist mit deinem Pionierwerk Perlen Zürichs bei mir zu Gast. Genau, das Buch, das ist ein mehrheitliches Bildband, wo alle Wasserfälle, alle grösseren Wasserfälle vom Kanton Zürich mal kartografiert sind in einem Projekt, oder? Bis anhin sind es immer so ein bisschen lose Projekte gewesen, wo mehr so ums Zürcher Oberland gegangen ist oder sagen wir um den rechten Zürichsee, ums Zürichseeufer, die Wasserfälle dort, aber eine gesamtheitliche Kartografierung oder ein fotografisches Projekt hat es bis jetzt noch nie gegeben. Und das habe ich versucht mit diesem Buch zusammenzunehmen. Mir ist natürlich bewusst, dass vielleicht da und dort mal ein Wasserfall vergessen gegangen ist, weil viele sind tatsächlich nicht kartografiert irgendwo im Bundesamt für Wasser und allgemeine kantonale Behörden sind die in dem Sinne auch nicht bekannt. Es ist dann so weit gegangen, dass sogar kantonale Institutionen im Kanton Zürich und auch das Bundesamt für Geologie hat das in ihr Inventar aufgenommen. Und ja, das macht einen doch auch ein bisschen stolz, weil das sind immerhin 3 bis 4 Jahre Arbeit, die man da investiert hat. Und du hast, dass du das hast können drucken via Kickstarter geschafft? Nein, ich habe das über WeMakeIt gemacht. Ich habe mich damals entschieden für WeMakeIt, weil das ist eher eine Plattform, die für kreative Ideen sind. Und man findet auch eher Personen dort als jetzt bei Kickstarter. Aber wie gesagt, die Finanzierung, das ist vor 1,5 Jahren oder länger gemacht worden damals. Mittlerweile hat sich wahrscheinlich die ganze Situation geändert. Es ist relativ gut gegangen. Die Medien haben es eben auch relativ schnell aufgefasst gehabt, vor allem die lokalen Medien. Und das hat natürlich sehr, sehr, sehr fest geholfen. Jetzt müssen wir schnell, wann ist es genau rausgekommen? Was ist das Veröffentlichungsdatum Das Veröffentlichungsdatum war 2015, letztes Jahr am 7. November. Ja. Und dürfen wir fragen, wie viel hast du bis jetzt verkauft? Bist du happy damit? Ja, ich bin sehr, sehr glücklich. Es ist die zweite Auflage. Ich habe die erste Auflage, also ich habe mit dieser Resonanz eigentlich gar nicht gross gerechnet. Ich habe gedacht, ja, das bleibt irgendwo bei einer Auflage. Mittlerweile sind es knapp 700 Exemplare, die doch schön viel sind für ein regionales Werk. Sehr schön. Und jetzt bist du da für das Buch wahrscheinlich 1-2 Jahre am Fotografieren gewesen, wenn nicht länger, ja. Also mehrheitlich bin ich gar nicht am Fotografieren gewesen, muss ich sagen, sondern ich habe mehrheitlich mehr Zeit mit Recherchieren verbracht, mit Telefonat machen, mit Karten abgleichen. Das ist nicht nur Google Maps gewesen, sondern es ist vielfach sind das auch Wanderkarten gewesen, 1 zu 25'000, wo wirklich die Tobel schön eingezeichnet sind. Ich habe ein Garmin-Gerät, oder, wo ich dann genau so ein GPS-Gerät, wo ich konnte Tobel ablaufen. Ich bin vielfach auch bei einem Tobel gewesen, wo ich das Gefühl hatte, dort ist jetzt wirklich ein Wasserfall und es ist tatsächlich keiner gewesen. Auch ganze Tage investiert, die dann schlussendlich nicht zum Erfolg geführt haben. Aber schlussendlich sind auch die Orte sehr schön gewesen, weil unter anderem zum Beispiel auch in diesem Buch hin, ich habe einen Brunnen gefunden, wo über 100-jährig ist und der ist jetzt völlig mit Moos verwachsen und ist mitten im Wald, es führt keinen Weg dorthin und so Sachen findest du natürlich nur durch Zufall, oder? Also du kommst nicht, eben wie gesagt, es gibt Karten, die das in dem Sinne einzeichnen. An dieser Stelle würden wir euch jetzt einmal entführen ins Wasser von Zürich und Umgebung. Schaut schnell rein. Beeindruckende Arbeiten sieht für mich sehr natürlich aus für Landschaftsfotografie und einmal nicht so überbearbeitet. Es ist das Handwerk, dunkt es mich, steht bei dir extrem im Fokus. Ja, das ist sehr stark so. Also auch ich habe natürlich
damals, also ich muss sagen, ich bin ja jetzt 33 und habe damals, als ich angefangen habe zu fotografieren, da bin ich etwa 17, 16, wenn ich mich wirklich damit intensiv auseinandergesetzt habe. Und wenn man das jetzt zurückrechnet, dann findet man selber heraus, dass ich mit der Analogzeit eigentlich also ein bisschen angefangen habe. Ich habe es nicht selber entwickelt, weil ich, das ist einfach nicht gegangen. Oder ich habe damals im Kinderzimmer oder im Jugendlichenzimmer ist das nicht gegangen. Und ich komme auch ein bisschen von dieser Generation. Ich habe dann auch angefangen, die ganzen HDR-Geschichten und so versuchen zu machen. Und mir hat das einfach nicht gefallen. Ich bin sehr ein Purist. Ich möchte auf alle Fälle an einen Ort ankommen und ich misse heute noch das Licht mit dem Belichtungsmesser. Also, das mache ich schon noch. Wobei ich dort versuche, die digitale Welt auch zu meinem Vorteil zu nehmen. Also mein Belichtungsmesser ist geeicht mit meinem Sensor. Somit weiss ich, dass wenn meine Belichtungen angezeigt werden, dass die anhand von der RAW-Daten, also im Prinzip auf den Sensor, abgeeicht sind und nicht auf JPEG. Das heisst, ich habe den grösseren Spielraum mit dem Licht, oder, bevor mir irgendwas ausschießt. Also ich schaue nicht mehr einmal mehr aufs Histogramm, sondern wirklich früher wie der Ansel Adams da mit dem Zonensystem auf eine Art, oder, schaue ich da und entscheide mich dann auch entsprechend für den Filter. Also meine Bilder entstehen zu 95% schon in der Kamera und meine Bildbearbeitung, die geht in der Regel Maximum, das ist wirklich, wirklich Maximum 10 Minuten. Hans-Peter, du sagst, rausgehen in die Natur mit einer Kamera, mit einem Sparfilter, mit einem guten Stativ, guter Kleidung, das ist dein Glück. Würdest du sagen, das macht dich von ganz innen glücklich? Ja, absolut. Also ich bemerke selber mittlerweile, das sind so viele Jahre jetzt schon vergangen, ich bin ja zwar noch ein junger Mensch, aber ich denke jetzt mal, in dieser ganzen Zeit, als ich fotografiere, ist eben nicht nur die Fotografie im Vordergrund, sondern mich beflügelt es und mich macht es glücklich, an einem Ort zu sein, wo sehr ursprünglich ist. Ich bin auch nicht so auf der Suche nach Motiven, die jetzt jeder schon abfotografiert hat. Ich habe gerne etwas, das man mal entdecken muss. Also wie jetzt gerade heute ist der Supermond gewesen, oder? Ich habe kein einziges Bild von dem gemacht, weil ich habe gewusst, am nächsten Tag ich schaue auf 20 Minuten oder auf der NZZ oder so, und das sind tonnenweise Bilder von so einem Supermond drin. Oder? Also lieber diese Sachen suchen und ja, neu entdecken, die es halt noch nicht gibt. Absolut. Also ich auch Orte, wenn ich ins Ausland gehe, oder ich reise lieber an Sachen an, wo Personen, ich sage jetzt nicht Menschheit, aber wo der breiten Bevölkerung in dem Sinne nicht bekannt ist. Und da finde ich dann auch wieder den Link mit dem Wasserfallprojekt, das ich da hatte. Viele Leute hier im Kanton Zürich wissen gar nicht, dass unweit von ihrem Zuhause, wo sie tagtäglich sind, sich solche Perlen befinden. Oder? Und das ist im Ausland genauso. Also ich habe vor, nächstes Jahr auf die Insel Flores zu gehen. Das ist die westlichste Insel der Azoren. Dort gibt es Wasserfall en masse. Das ist in Südamerika der Roraima Tepui gsi. Das ist ein Tafelberg genau im Amazonas-Hochland. Ich war dieses Jahr im Virunga-Nationalpark im Kongo gsi. Über den hast du auch den ein oder anderen Vortrag gehalten in diesem Jahr an diversen Fotomessen. Ja. Wer das verpasst hat, an dieser Stelle, Hans-Peter, ganz kurz in die Kamera, wo findet man alles andere über dich? Primär findet man das natürlich auf www.thefabulousview.com. Dort sind alle Informationen über Sachen, die ich mache, Projekte, Vorträge, die ich halte, findet ihr alles dort. Jetzt, nächstes Jahr, die nächste Reise, wird das Gepäck ein bisschen schwerer. Du weißt schon, was das hier abzielen. Ja. Absolut. Es ist natürlich so, dass gerade im Moment ist es auch bei mir fotografisch, was solche Sachen anbelangt, sehr ruhig, da meine Familie, meine Frau, braucht mich gerade jetzt im Moment für gewisse Veränderungen auch in meinem Leben. Ich bin jetzt gerade auch am Zügeln und das Baby ist auf dem Weg. Dürfen wir gratulieren an dieser Stelle? In 3 Monaten ist es dann soweit und jetzt gerade bin ich sehr viele Sachen am Planen und am Machen. Aber nichtsdestotrotz habe ich schon vor, Ende nächstes Jahr auf Brasilien zu gehen mit der Familie, Wasserfälle aufsuchen in der Region, wo meine Familie herkommt. Also ich bin ja
gebürtiger Brasilianer entgegen meinem Namen. Und meine Mutter ist aus Brasilien und ich bin auch dort geboren. Ich habe immer noch Familie dort und es gibt sehr viele Wasserfälle in Brasilien, die nicht entdeckt worden sind, die fast nicht fotografiert sind. Und ein paar kenne ich auch in der Umgebung von meiner Verwandtschaft, die ich möchte ablichten möchte. Das sind nicht nur die Iguazu-Wasserfälle an der Grenze zu Argentinien, die spektakulär sind, wobei die sind auch sehr, sehr schön. Aber jetzt mal ganz ernsthaft, die Bilder, die sind so wahnsinnig schön, die Orte, die sind so schön. Hm. Wird es eines Tages ein Buch geben, wo ich alle Wasserfälle von dieser Welt fotografiert von dir? Puh. Was müsste da passieren, dass du würdest sagen, weißt du was, Kollege, ich kann jetzt Wasserfälle fotografieren und zwar überall. Also so die medizinische Welt ist ja, glaube ich, heutzutage so weit, dass man ja immer länger lebt. Und wahrscheinlich, wenn ich so gegen die 60 bin, ist meine Lebenserwartung irgendwo bei 120, ich weiß es ja genau. Nicht. Man müsste eigentlich fast sagen, dass man 2, 3, 4, 5, 6, ja, unendlich viel Leben braucht, um alle Wasserfälle, die es auf der Welt gibt, zu fotografieren. Aber du hast recht, ja, das ist für mich ein Lebensziel, dass ich möchte mal ein Buch veröffentlichen, wo sehr viele Wasserfälle rund um den Globus vertreten sind. Da bin ich jetzt eigentlich schon dran. Es gibt hier und da Bilder, die ich bis heute nicht veröffentlicht habe, wo Wasserfälle irgendwo eben in Südamerika oder in Afrika oder so zeigt. Natürlich wird dort nicht jeder Wasserfall, den man kennt, aber es sind einfach so meine Präferenzen. Die Wasserfälle, die ich entdeckt habe, wo ich denke, die repräsentieren die Region sehr gut. Jetzt haben wir so lange über die Bilder geredet, wir haben noch nicht geredet, wie das funktioniert. Jetzt machen wir noch das Folgende. Gib doch den Zuschauern einen Tipp. Was braucht es im Minimum an Ausrüstung, um nur annähernd ein cooles Wasserfallbild zu erstellen? Und zwar direkt so. 3 Punkte. Also 3 Punkte, die wirklich sehr, sehr wichtig sind. Zuerst Gummistiefel. Ohne Gummistiefel geht gar nichts. Viele von meinen Kurzteilnehmer haben vielfach Wanderschuhe dabei und das geht gar nicht, weil vielfach die sind dann nass. Wenn ihr es auf die Spitze treiben wollt, dann kauft euch nicht nur Gummistiefel, sondern einen Fischeranzug, weil dann könnt ihr auch mal hüfttief im Wasser stehen. Zweitens ein sehr gutes Stativ. Das ist wirklich das A und das O. Ein sehr gutes Stativ. Und das Dritte, was ich empfehlen würde, weil das Fotomaterial, also Kamera und so hat man ja, oder? Das haben wir. Also Stativ ist wirklich etwas elementär Wichtiges. Und das Dritte ist, nehmt vielleicht auch einen Schirm mit, weil die schönsten Wasserfallbilder passieren nicht bei schönem Wetter, sondern wenn es bewölkt ist oder kurz vor dem Regen oder kurz nach dem Regen. Weil die nasse Umgebung, wenn dann das Grün extrem leuchtet durch das Wasser, das ist wunderschön. Und so ND-filtermässig im Minimum für die Langzeitbelichtung? ND-filtermässig kommt es natürlich auch darauf an, wo man sich gerade aufhält. Ich würde jetzt behaupten, wenn man mit einem 09er unterwegs ist, 06er, ND06, 09, dann ist man sehr gut bedient. Ich bin sogar ein bisschen davon weggekommen, so ein Wasserfallbild zu kreieren, wo sehr milchig wirkt. Ich bin jetzt mehr auf dieser Seite, dass ich möchte noch ein Bewegung drin haben und dann brauche ich keinen Big Stopper. Den brauche ich wiederum, wenn es ein Wasserfall ist, der wirklich unter freiem Himmel ist, dann komme ich nicht drum herum. Kommst du nicht drum? Nein, aber wenn es so im Wald drin ist und so, dann lange der 09er, 06er ist dann sehr gut, weil das gibt noch so ein bisschen mehr, was man braucht. Oder? So, es ist ja die Zeit. Und zwar, ich könnte das Buch «Perlen Zürich» von Hans-Peter Gast gewinnen. Und zwar 4 Stück davon. Das ist unglaublich. Danke vielmals. Bitte. Ich hoffe dann auch, dass die Leute dann so viel wie möglich dann auch ablaufen von denen und genauso schöne Bilder machen, wie sie da drin sind. Jetzt, wir machen es so. Bei den ersten paar Kommentaren auf Facebook, wo ein Wasserfallbild postet, unter einem Facebook-Post, sucht Hans-Peter dann die 4 schönsten aus und die kommen das Buch über. Super. Hans-Peter, danke vielmals dir. Weiter in spannende Reise. Allzeit trockene Füße. Und mit der GFX Wetterfest bist du ja. In dem Sinn viel Spass und euch auch. Bis zum nächsten Mal. Danke. Danke noch.